In diesem Video nehme ich euch mit in die Altstadt Gangelt und in den Tierpark Gangelt. Gangelt ist eine Gemeinde im Kreis Heinsberg. Der Ortskern spiegelt eine spätmittelalterliche, befestigte Kleinstadt wider. Gangelt liegt an der Grenze zu den Niederlanden. Verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten und ein Wohnmobilstellplatz sind im Ort vorhanden. Zu erwähnen sind noch der Heide Naturpark, die Selfkant Museumsbahn und der Bootsverleih. Ein großer Teil der Altstadt befindet sich rings um die katholische Kirche St. Nikolaus. Der Ortsname hat keltische Ursprünge. 828 nach Christi wurde Gangelt zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Burg Gangelt war in die Stadtbefestigung des Orts integriert, im 14. Jahrhundert erbaut und um 1365 erstmals erwähnt. Der noch existierende Bergfried der Burg Gangelt ist der eckige Turm, der auch in diesem Video zu sehen ist. Weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr nehmt an einer Stadtführung teil. Doch jetzt geht es in den Tierpark. Der Tierpark Gangelt liegt in einem Wald. Auch an heißen Tagen ist der Spaziergang unter den Bäumen sehr angenehm. Für Kinder gibt es einen Streichelzoo und einen Spielplatz. Auch an Kioske, Bänke und an ein Restaurant auf dem Gelände wurde gedacht. Beeindruckend sind die Vorführungen und Freiflüge der Falknerei mit den ausführlichen Erklärungen der Falkner. Vor Ort kann Tierfutter gekauft werden. Das Wild ist zutraulich und lässt sich gerne füttern. Die Braunbären lassen es in der Wärme auch etwas langsamer angehen. Der Wisent ist eine europäische Rinderart. Wisente kamen noch bis in das frühe Mittelalter in den Urwäldern von West-, Zentral- und Südosteuropa vor. Am 29. Oktober 2021
war die Eröffnung des neuen Lehrbienenstands im Wildpark. Im Gebäude befinden sich ein Schaukasten mit Bienen und viele interessante Informationen für den Besucher.